Hey Leute, herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute das Thema kein Sex, dank Karl S. Also ich verfolge Karl S. seinen Kanal schon seit einer Weile und ich muss sagen, der Junge hat einen Plan, der Junge hat es drauf. Und in einem Video sagt er, dass er ein Jahr nur gehustelt hat, gearbeitet hat, um sein Business aufzubauen. Und da ich gerade aus einer Beziehung komme, denke ich, das wäre gerade eine ganz gute Sache, für mich mal ein Jahr abstinent zu leben. Also, ich habe früher auch den Fehler gemacht, dass ich von der einen Beziehung, weil ich damit nicht klargekommen bin, dass sie in ihr weg war, mich abgelenkt habe, dann automatisch in die nächste Beziehung reingerutscht bin, sozusagen. Und aber immer noch nicht meine Fehler und meine Wünsche und meine Macken, die ich habe, noch nicht daran gearbeitet habe. Und dann natürlich irgendwann diese Beziehung, wenn man noch nicht weiß, was man will, wenn man emotional noch nicht gefestigt ist, wenn man noch Verlustangst hat oder was auch immer, ja, dann kann das nichts werden, dass man von der einen Beziehung in die andere hängt und dass man dann glücklich wird, wenn man immer noch nicht an sich gearbeitet hat. Also ich versuche jetzt gerade boxerisch, marketingmäßig und menschlich nach vorne zu kommen. Ich lese ein bisschen und versuche wirklich mal an mir zu arbeiten, weil meistens, wenn irgendeine Beziehung nicht mehr funktioniert, liegt es an einem selbst. Ja, weil wenn man schon die fünfte Beziehung oder was auch immer hinter sich hat, dann wer war immer der gemeinsame Nenner? Ja, das war dann immer die Frau oder der Mann, der in diesen Beziehungen war. Und dann sollte man mal gucken, was hat man für Wünsche, was hat man für Vorstellungen, wenn die nicht zusammenpassen, weil viele Leute auch in unglücklichen Beziehungen immer noch hängen, weil sie nicht alleine klarkommen. Wenn man dann genau zu sich gefunden hat, dann kann man auch sagen, okay, bis hier nicht weiter, es funktioniert halt nicht zwischen uns und ich gehe einen anderen Weg. Aber wenn man, wie gesagt, emotional noch nicht gefestigt ist, schafft man das meistens nicht. Die Welt wird nicht einfacher, wir müssen stärker werden. Ja, wie steht ihr dazu? Ein Jahr abstinent, meint ihr, das ist eine gute Sache? Also ich denke, ich hatte, in meinem Buch kann ich das euch irgendwann vielleicht mal verraten, viele Frauen gehabt, und ich denke mal, wenn ich mich nicht immer so viel für Frauen interessiert hätte, wäre ich jetzt schon Weltmeister WBC. So, und das tut mir jetzt gerade ganz gut. Ich habe, glaube ich, in den letzten 2 Monaten mehr geschafft als in den letzten 2 Jahren. Und ja, wenn ihr, sagt mir mal in den Kommentaren, ja, wie ihr dazu steht, ob ihr denkt, das ist eine gute Sache, ob ihr das auch machen wollt, ob ihr es durchhalten wollt. Vergesst natürlich nicht, mich zu abonnieren. Und ich bin erstmal raus. Viel Spaß.